Ich kann es einfach nicht verstehen. Wie kann ein Mensch nur so grausam sein? Kann man Narzissten retten? Bin ich vielleicht selbst Narzisst? Bin ich schuld an allem? Wie kann ich eine toxische Beziehung verlassen? Gibt es einen Ausweg aus dieser Hölle? Wann hören diese unfassbaren Schmerzen endlich auf? Und kann man Trauma heilen? Als ich mich selbst in einem toxischen und missbräuchlichen Spinnennetz verfangen hatte, wurden mir die wahren Auswirkungen von Trauma auf Körper, Geist und Seele erst wirklich bewusst. Erst dann wurde mir bewusst, welche Auswirkungen mein eigenes Trauma auf mein Leben und auf meine Beziehungen hatte. Und das, obwohl die Arbeit mit Trauma seit Jahren ein Schwerpunktgebiet meiner Tätigkeit ist. Doch ich wusste gleichzeitig auch, dass da ein Geschenk für mich bereit lag. Und ich war gewillt, durch die Hölle zu gehen. Mir blieb eh nichts anderes übrig. Und die Hölle war es in der Tat. Doch sie lehrte mich eine tiefere Akzeptanz mir selbst gegenüber und erklärte meine früheren Dissoziationen, Selbstsabotagen, suizidalen Gedanken, depressiven Phasen und oftmals selbstzerstörerischen Verhaltensweisen in jungen Jahren. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Ich arbeitete meine alten Wunden auf. Darin lag das Geschenk des Schmerzes. Dieses Buch beschreibt die weit verbreiteten Auswirkungen von Trauma auf generationsübergreifender Ebene. Denn Trauma wird von Generation zu Generation weitergegeben, wenn es nicht aufgearbeitet wird. Es macht aufmerksam auf die daraus resultierenden Missstände, die sich in vielen Beziehungen abspielen, Dramen, die keiner für möglich hält und sich dennoch tagtäglich hinter verschlossener Tür mitten in unserer Gesellschaft abspielen. Mit zahlreichen Erfahrungsberichten Betroffener werden hier manipulative Verhaltensweisen und dysfunktionale Beziehungsmuster erklärt. Das Geschenk des Schmerzes ist mehr als nur eine Wortsammlung. Das Buch zeigt Wege auf, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien und Trauma aufzuarbeiten. Es bietet nicht nur Opfern von Missbrauch Unterstützung, Licht ins Dunkel zu bringen und vom täglichen Kampf des Überlebens zurück ins Leben zu finden. Es richtet sich gleichermaßen an Angehörige, an helfende Berufe, im Grunde genommen an alle, die sich mit dieser zunehmend brisanten Thematik auseinandersetzen möchten.